Wir machen hier mal alles dicht. So. Dann haben wir hier natürlich noch so ein bisschen Stein. Das ist natürlich ein bisschen hässlich, aber was willst du machen? Dann holen wir gerade nochmal Treppen und Stüfchen. Stufen, Treppen sind tatsächlich gar nicht mal so viele, deswegen machen wir gerade nochmal welche. So, blöd. Und zwar sowas hier brauchen wir in erster Linie. So, dann haben wir auch wieder ein Ei gesammelt. Achso, Zanite-Ohre wollte ich nachschauen, richtig. Machen wir sofort. Zanite-Ohre. A slightly rare ore that drops zanite gemstones when broken with stone tools. Aha. Nur with stone tools? So ist das also. Nö. Geht auch mit Diamant. Alles klar. Zanite Gemstone. Ja, dann schauen wir doch hier mal rein. Was kann man damit machen? Acer's version of iron. These shiny purple gems can be made into tools and armor, then increase in strength when used. Aha, okay, die werden also stärker, je öfter man sie benutzt, verstehe ich das. Okay, es ist nicht das Pendant zu Eisen, weil ich kann keine Schere craften. Schlecht. Nein. Ja, wir machen nochmal hier so Holy Stone Gedöns, ne, würde ich mal sagen. Hier so Bricks. Und dann gerne auch hier so, so. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? Wir haben ja genug von dem Zeug. Okay, jetzt hoffe ich, dass nicht wieder 4 Milliarden Monster nachgespawnt sind. Ja, gut, Wolken. Das ist auch nervig. Ob man die Wolken irgendwie zähmen kann, um mit denen rumzufliegen oder so? Ah, ich krieg schon wieder posttraumatische Belastungsstörung, Alter. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ist weggegangen. Ich höre dich. Man kann nur leider nie so richtig vom Sound her zuordnen, wo die herkommen. Warum eigentlich nicht? Ist ein bisschen komisch. Ich habe die Kopfhörer richtig auf. Ich habe gerade mal getestet. Naja, so, wir machen jetzt mal hier unseren Weg weiter. Oh nein, weg ist er. Ja gut, konnte ich nicht wissen. Es ist ja wirklich ärgerlich mit diesen Blöcken, ne? Das ist ja wirklich ärgerlich. So, dann machen wir es mal hier so lang. Tach, Tach scharf. Boah, Junge, was ein Stress hier, ne? Das ist ja wirklich Stress. Ist ja wie Arbeit. Außer... Hihi. Danke. Das ist unfair, die sollte ich nicht bekämpfen, wenn wir in Peaceful sind. Da können die sich ja gar nicht wehren. So. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo der Weg hinführen soll, aber er ist erstmal da. Wow. Er ist erstmal da. Wir machen ihn erstmal und dann schauen wir mal, wo der endet. Oder ob der überhaupt irgendwo endet. Keine Ahnung. Also er wird irgendwo enden, ist klar. Aber so wie jeder Weg von uns irgendwann endet. Früher oder später endet unser Weg. Und viele sind der Auffassung, dass sich dann entscheiden wird. Von einem unabhängigen Gerichtshof wird dann entschieden, ob man sein Leben gut oder schlecht gelebt hat. Und je nachdem, was diese Ratingagentur sagt, darf man dann emporsteigen in den Äther oder muss hinab in den Nether. Das ist es, woran wir glauben wollen und woran wir glauben müssen, weil man weiß ja nichts Besseres, ne? Es fällt einem ja nichts Besseres ein. Und deshalb glauben wir daran. Werden wir in den Werden wir in den Äther aufsteigen und den ganzen Tag von Wolken und Schleimen genervt? Oder müssen wir in den Nether hinab, den Wither-Boss bekämpfen
und Piglins beim Traden helfen und mit ihnen machen. Was ich mir jetzt auch nicht so schlimm vorstelle eigentlich. So, da ist die Musik vorbei. So, als wolle sie mir zuhören. Schön. Wir machen... Ah, der Weg ist gut geworden, ne? Also er ist sehr, sehr symmetrisch. Das ist gut. Muss auch nicht immer sein. Kann man auch mal verkacken. So, hier ist so ein schönes Pit. Kann man daraus irgendwas machen vielleicht? Irgend so ein Pit? Boah, ich wüsste nicht was im Moment. Von daher würde ich sagen, wir machen den Weg einfach mal hier drüber. So, auf... Ne? Ganz stumpf. Einfach mal geradeaus. Und dann hat man hier so eine kleine Brücke über diesen Pit. Oder dieses Pit, diesen Pit. Immer schwierig mit englischen Worten, wenn man da deutsche Artikel davor klatschen will. Das ist oft schwierig. Drum wissen, oder was heißt wissen? Man kann es ja nicht wissen. Man weiß ja auch nicht, ob es das Cola, der Cola, die Cola ist. Wobei es natürlich mit Eigennamen auch nochmal so ein eigenes Thema ist. Hast du Spaß da oben? Hast du Spaß da oben im Baum? Ich liebe diese Schafe, ne? Bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal gesagt habe. Ich glaube, eher selten. Aber ich liebe diese Schafe. Hammer. So, dann haben wir diesen Weg. Wunderbar. Und dann können wir jetzt anfangen... schon mal ein paar Gehege zu bauen, ne? Da habe ich ja gar kein Problem mit. Machen das mal hier so. Machen das mal hier so. Und machen das mal... Wie machen wir das denn mal? Wie machen wir das... Wie machen wir das denn, dass es nicht blöd aussieht? Gar nicht so einfach. Gut, man kann natürlich sagen, man macht... einfach hier einen Eingang. Vielleicht die beste Lösung. Kann man eigentlich mit der rechten Maustaste... Nee, das ging, glaube ich, in der 1.12 generell noch nicht. So, und dann macht man das einfach mal hier so. Und dann passt das. Huch! Das geht ja nicht, Kinder. Was mache ich hier eigentlich gerade? Wir wollen ja nicht den kompletten Weg einzäunen, oder? Oder ist es das, was wir wollen? Eigentlich nicht. Gut, dann kommen hier auf jeden Fall mal Fäckelchen hin. Das Ding ist... Also das Ding ist, die Kühe kriegen wir hier reingepfercht, ne? Ist ja gar kein Problem. Aber mit den Schafen wird's ein Problem. Weil die Schafe, die können ja hüpfen, wie sie wollen. Die kommen ja überall raus. Ist denen ja egal. Also da bräuchten wir tatsächlich ein Gehege mit Dach auch, ne? Sonst wird das ja nicht funktionieren. Sonst wird das nicht gehen, Leute. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist Programm, ne? So. So. Oder warte, machen wir es so. Machen wir es doch direkt an den Weg, warum nicht? Machen wir es doch direkt hier so an den Weg dran. So. Und ganz ehrlich, wir haben genug Holz, wir können uns das leisten, hier ein großzügiges Gehege für die Kühe zu bauen, ganz ehrlich. Ich weiß nur nicht, wie großzügig. Ich schnapp mir jetzt nochmal ein bisschen Holz. Wir pflanzen natürlich auch wieder neue Bäume an, ne? Wir machen jetzt nicht nur hier alles kaputt, sondern werden auch wieder neue Bäume hinpflanzen. Ich kling wie RWE, ey. Ja. So. Okay, dann nehmen wir das hier. Ja, aber dann können wir eigentlich auch den Eingang hier direkt hinpacken, ne? Ist ja sonst Quatsch. Dann brauchen wir hier diesen komischen Eingang nicht mehr. So, dann kommt hier wieder ganz normales Gedöns.
So, dann kann hier der Eingang hin. Und die Frage ist, machen wir einen groß? Machen wir ihn zwei oder drei oder so? Es bietet sich jetzt halt eins eigentlich an. Dann machen wir ihn einen groß. Was soll's? Sehr schön. So. Und dann haben wir hier eigentlich ein schönes Gehege, würde ich mal sagen. Würde ich ja wirklich behaupten. Das ist ja gar stattlich. So, dann holen wir uns da hinten gerade mal Wasser. Zip. Dann können wir hier eigentlich ein schönes Gehege draus bauen. Vielleicht auch noch mit einem kleinen See oder so. Wasserquelle haben wir jetzt. Auf jeden Fall. Eigentlich können wir hier auch diesen Dingens lassen, ne? Dann hat er... Da ist er halt ein Gehege mit einem Höhenunterschied drin, mein Gott. Mache ich eigentlich sonst nicht, aber ich sehe darin jetzt eigentlich gar kein Problem. Solange die Kühe da nicht rausfliegen dann. Und natürlich können wir die Kühe dann auch... Flieg doch mal! Hui! Flieg doch mal! Hui! Wow. Ich will unbedingt diese Schafe scheren. Vielleicht kriegt man ja dann deren Wolle. Oh, wie sanft kann man landen, ey. Ist ja der Wahnsinn. Echt toll. So, wir gucken mal kurz unsere Base an von hier. Schon okay, ne? Auch mit dem Portal da oben und so. Wobei wir das Portal vielleicht noch in einen Raum einbetten sollten. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser, als wenn es da so komplett Freiluft rumsteht. Und ja, ich weiß, es gibt hier noch viele Sachen zu entdecken und zu tun und zu tun und zu machen und so bla. Aber eins nach dem anderen, Leute. Ne? Eins nach dem anderen. Wir machen das Ganze... In unserem Tempo, und mit unserem Tempo meine ich natürlich vor allen Dingen mein Tempo. Wenn man ehrlich ist, ist es so, weil ich spiele das Ganze nur mal hier, ne? Da kann ich euch, möchte euch auch gar nichts Falsches erzählen, das ist nun mal so. Ich bin hier derjenige mit dem Keyboard und mit der Maus in Hand, an der Hand, wie auch immer. Maus in der Hand und Tastatur unter der Hand. Das mache ich unter der Hand, weißt du? So. Ich muss sagen, ohne Monster ist die Mod wesentlich entspannter. Also gerade in den Bauphasen, glaube ich, würde ich mal bis auf Weiteres auf Monster verzichten. Ich hoffe, da hat niemand von euch was dagegen und sagt jetzt hier, keine Ahnung, Tobsuchtsanfall incoming. Das wäre natürlich sehr schade, wenn das passieren würde. Aber ich persönlich muss sagen, mir fehlt da eigentlich nichts ohne Monster. Und von daher... ist das eigentlich okay. Also zumindest im Moment nicht, ne? So langfristig würde vielleicht ein bisschen die Action failen. Des Konst schon. Aber jetzt so im Moment alles gut. So, wir machen mal hier unten einen kleinen Teich, würde ich sagen. Einen kleinen schnuppeligen Teich. Da hätte ich Bock drauf. Kleinen schnuppeligen Teig. Teig. Ein Teig. Machen wir mal einen Keksteig, dachte ich mir. Der würde sich gut machen, so ein Keksteig. Sieht hier bestimmt top aus. Und deshalb bauen wir jetzt einen kleinen Keksteig. So ein Blödgelaber. So, dann machen wir hier so eine kleine Grotte rein oder sowas, ne? Wo man hier so reinschwimmen kann. Auch sehr cool bestimmt. So, Fackel kommt hier auch rein. So, dankeschön. Und dann, wir können es theoretisch auch so machen, dass man von innen rausschwimmen kann, ne? Das wäre auch nice. Wäh, danke. So, und dann lassen wir da... Ja, außen sollte das Wasser eigentlich nicht lang fließen. Aber ist okay, ist okay. So, und dann lass uns auch gerade mal diese Wasserressource, die wir haben, auch unten hinbauen. Damit wir immer eine Möglichkeit haben, an Wasser zu kommen. Beziehungsweise, wenn wir hier den Fluss hinbauen, dann kriegen wir eh eine Wasserressource. Wenn wir nicht extra eine bauen. Ja, sag ich doch. Sehr schön. Okay, sehr cool. Ja, gut.